Servus, Stille Bude in München. Und zwar sind wir hier jetzt bei der unteren Grasstraße 1, beziehungsweise bei dieser Katastrophe, wo dieses Haus einfach abgerissen worden ist, ohne Genehmigung sozusagen. Und das ist auch eine kundige Nachbarin, die auch sozusagen in dieser Angelegenheit sich mehr als echauffiert und aufregt, wie alle hier, dass überhaupt sowas möglich ist. Was glauben Sie, warum sowas überhaupt möglich war? Dass sowas abgerissen worden ist, ohne Genehmigung. Naja, also ich halte es einfach, also so wie das Ganze lief, scheint es mir eine absolut geplante kriminelle Handlung gewesen zu sein. Ja. Und von wo ging das aus? Also ich nehme an, vom Eigentümer, weil ich meine, wer hätte den Abriss ansonsten irgendwie beauftragen sollen? Der Eigentümer hat offensichtlich an die Abrissfirma den Auftrag zum Abriss gegeben, hat bei den Nachbarn vorgeschützt, er würde sanieren. Hat garantiert sozusagen, dass das Bestandsgebäude bleibt und dass vor allem auch die Fassade und das Stadtbild von außen erhalten bleibt. Und letztendlich hat er in einer Nacht- und Nebelaktion, in einer Blitzaktion, erst am Donnerstagnachmittag versucht, das Haus abzureißen. Da konnten wir ihn stoppen. Mhm. Und dann hat er einen Baustopp von der EBK verhängt bekommen. Es hat ja niemand gedacht, dass der sich nicht dran hält, weil es war da schon groß Aufgebot, Polizei und LBK. Ja, ja. Und am Freitagnachmittag, als das hier in Strömen geregnet hat und einfach niemand auf der Straße war, ist die Gelegenheit genutzt worden und man hat innerhalb von 9 Minuten in einer unglaublich brutalen Blitzaktion dieses Haus zusammengeschlagen. Und das ohne Genehmigung? Vollkommen ohne Genehmigung, widerrechtlich. Erhaltungssatzungsgebiet, hier darf man nichts abreißen. Ja, weil das ja auch unter Denkmalschutz ja, in außerdem, dem Sinn außerdem Einzeldenkmal, das Haus ist aufgelistet in der Denkmalsliste Oberbayern. Außerdem Ensembleschutz, Feldmüller-Siedlung, überregional bedeutsames historisches Ensemble. Und dann hat er noch einen Verwaltungsakt bekommen, nämlich diese Baueinstellung. Das hat ihn alles nicht interessiert, er hat da reingedroschen und Tabula Rasa gemacht. Hauptsache er macht Geld, er macht Kohle damit, oder wie? Das nehme ich an, ja, also das ist ja der Hintergrund ist. Ja, natürlich. Kann man keinen anderen Fall. Also die Skrupellosigkeit kennt hier anscheinend keine Grenzen. Es wird anscheinend immer wahnsinniger. Es geht ja sogar schon so weit, dass man wirklich solche Bauobjekte einfach mal niederdonnert, ohne irgendeiner Genehmigung. Und wir werden weiter berichten. Vielen Dank, wie es hier weiterläuft. Also, schöne Grüße. Stille Wut in München. Bis dann. 14.